Ja, wir stehen hier auf dem roten Teppich beim Schlager-Olymp in Berlin. Noch ist ja gar nichts los, kommt aber noch. Wir sind gerade dabei, auf die Stars zu warten. 1, 2, 3, 4, ich sage nicht, wie viele es sind, es sind etliche. Sie müssen alle über den Teppich laufen. Also so, wie ich das jetzt hier mache. Nun, es ist noch keiner da. Warten wir mal, wann es losgeht. Na wow, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wir haben es gerade Mittag und es sind schon Tausende von Berlinern und Gästen ringsrum aus Brandenburg und sogar aus Sachsen und Sachsen-Anhalt hier auf dem Open-Air-Gelände am Freizeitpark Lüppers zugegen. Das größte Schlager-Event in Berlin-Brandenburg. Ach, was sage ich, Berlin-Brandenburg und Mitteldeutschlands. Mehr als 20.000 Besucher. Und hier brennt schon der Bär. Und wir schauen uns auf dem Gelände einfach mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir den einen oder den anderen Star für Sie. Mutti ist eigentlich noch gar nicht dran beim Schlager-Olymp in Berlin, ist aber schon da. Wann kommst du denn auf Arbeit? Ja, ich bin um 16.30 Uhr ungefähr bin ich dann auf der Bühne und ich dachte mir, ich fahr schon mal vorher hin, um zu gucken, ob das Wasser schön gekühlt ist und ob der Kaffee schmeckt. Ja, wenn du mal in den Himmel guckst, was sagst du denn? Hältst durch, bis du dran bist? Also es wird, bis ich dran bin, durchhalten. Es wird dann wahrscheinlich im zweiten Teil meiner Show anfangen zu regnen, wie meistens, wenn ich bei Open Airs bin. Nein, ich denke mal, es wird heute so bleiben. Also ich hoffe, weil die Leute haben es verdient, heute schönes Wetter zu haben. Es muss nicht heiß sein. Ich glaube, die Temperaturen sind perfekt, aber trocken sollte es doch bleiben. Lieber Petrus, lass es trocken bleiben. 3 Minuten vor Bühnenauftritt. Olaf, hallo. So ungefähr, ja. Ganz Olaf Berger, wenn Sie ihn kennen natürlich, dann sehen Sie mal sich den an, der ist braun gebrannt. Kommen Sie gerade aus dem Urlaub? So ungefähr, ja. Ich bin heute Morgen in Schönefeld aus Mallorca gelandet und gleich auf die Bühne sozusagen. Ja, was machst du denn in Mallorca? Naja, wir haben so ein bisschen Urlaub gemacht, also versucht so ein bisschen zu entspannen, haben viel Bürokram mitgenommen, aber es ist natürlich ein tolles Arbeiten. So immer, wenn es so schön warm ist, wenn man so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann und da wird ein bisschen getextet, komponiert und. Haben wir jetzt gedacht, dass der jetzt auch noch da im Ballermann in irgendwo dann singt oder sowas? Nee, ich glaube, das ist nicht so meine Abteilung. Also ich habe da immer mal wieder Veranstaltungen gehabt, aber ich glaube schon, man sollte das machen, was man am besten kann und so direkt auf die 12 ist dann auch nicht so mein Ding. Olaf Berger! Das ist ja sehr schön. Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Hey! Macht ein bisschen mit, Mädels und Männer. Hey! Mach ich meinen Tag von der Liebe wahr. Heute Nacht will ich Dinge sehen, die ich noch nie sah. Ich spür den Blick auf meiner Haut, so fremd und so vertraut. Weil wie am Morgen, komm wir fliegen zu den Sternen. Diese Dame kommt aus Bernburg. Na, das ist schon eine ordentliche Anreise. 210 Kilometer. Na wunderbar. Mit wem sind Sie denn hier? Mit meinem Mann. Aha. Wie lange seid ihr schon hier jetzt hier auf dem Platz? Seit Freitag. Auf dem Platz steht ihr schon an dem Stelle? Nein, seit 9 heute Morgen. Wo kommen Sie denn her? Aus Berlin. Aus Berlin. Sie gucken wohl da auf den großen Fernseher. Ja. Denn wenn wir hier sitzen, wir gucken auf die Bühne, sieht man ja gar nicht. Auf wen warten Sie denn? Auf wem? Ich warte auf Bernhard Brink. Nein. Auf Bernhard Brink? Auf Bernhard Brink? Der ist so spät. Der kommt ja leider so spät. Sind Sie dann noch da? Ja. Okay. Was ich alles Schönes habe, das habt ihr nicht. Was hat sie denn? Nein, ich hab die ganzen Autogrammkarten von denen. Oh, da war der ja noch jung. Gott, der war, guck mal, wie der Bär ja aussah. Das ist ja. Ja, so sah er mal aus. Genau, das war im Zoo gewesen in Berlin. Da haben wir den ja. Und den ist Ute Freudenberg. Ute Freudenberg, die kommt ja heute auch noch.
Ja, und diese haben wir auch. Guck mal, und hier, das ist da. Alle, die heute kommen, die sind alle hier. Guck mal, Brinki. Brinki, ja, oh Gott. Oh, schön, was? Ja. Dann mal schöne Sachen. Und hier alle. Dann viel Spaß noch. Na, arbeitet werden wir haben, ne? Wir machen ja nur Wirken. Und immer schön mitmachen, weil wir dann immer an Sport bleiben. Sind wir in der Garderobe? Ich muss mich da erstmal abschminken. Wir sind in der Garderobe. Wir sind in der Garderobe, das ist erstmal schön. Utje, meine Gute, schön, dass du da bist. Ja. Wir haben ja gehört, ein kleines Missgeschick ist heute passiert und trotzdem bist du heil angekommen. Wie geht's dir denn? Mein Techniker hat mich gefahren in unserem Auto mit Anlage, mit Koffern, mit allem drum und dran. Und das war ein blitzartiger Stau und er ist voll hinten reingerast. Auto kaputt, wir mussten Polizei holen und haben dann jetzt ein Ersatzfahrzeug. Aber ich bin hier und ich habe gesungen und es war vom Gefühl her traumhaft schön. Jawohl, und es war was los da draußen. Was hier der Radio B2 mit diesem riesen Schlager-Olymp so anstellt hier in Berlin, das sieht ja gigantisch aus. Ja, ihr habt einen ganz besonderen Aufhänger. Annemarie Eifel kommt aus Sachsen-Anhalt, ja, und du bist auch wegen mir hier. Ja, wir müssen ja die Dienstfahrten irgendwie durchkriegen. Das war gar nicht so einfach zu überlegen. Sag, Mensch, Kinder, die Annemarie kommt aus Dessau-Roßlau. Ja. Und ich sagte, das reicht nicht, wir brauchen mindestens noch einen zweiten. Und da haben wir gekramt, sag, Mensch, Kinder, der Strege, der Norman, ne, guck ihn der um. War doch mal in Leipzig irgendwann, mal, der hat doch gearbeitet. Und der wohnte doch in Borna. Ja. Und da müssen wir gucken, was die bei uns so anstellen, die aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, ja, kommen, machen in Berlin richtig Bambule. Die Annemarie bei euch im Radio. Richtig. Norman Doom Radio. Und du bist Chefmoderator. Ja, jeden Morgen. Sagen ich stehe auf jeden Programm Morgen. Programmdirektor. Ja, ja, das ist ja der Wahnsinn. Bei dir, ich mache alles selbst, weißt du? Ja, 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 ja. Ihr spart also auch, wo ihr, ja, könnt. Wir senden ja heute von hier live auch, ja, hinter den Kulissen. Das ist aber gut. Ja, es ist also eine Menge Action im Programm. Viele Hörer sind auch extra gekommen, weil sie es gehört haben. Naja, das Wetter ist ja angesagt mit Regnen. Es, ja, ist doch besser als erwartet. Und insofern sind wir sehr glücklich. Wie lange habt ihr denn gebraucht für diesen Riesenschlager-Olymp, den zu organisieren? Ein ganzes Jahr. Oh, das ist der Wahnsinn. Also wir haben sehr viele Spots geschaltet im Radio, viel Werbung gemacht und schon in kurzer Zeit 20.000 Karten im Vorverkauf verkauft. Und das hat sich aber richtig gelohnt. Die Leute, ja, sind richtig glücklich. Das Wetter ist ein bisschen windig, aber gut, dass es nicht so warm ist, ja, ja, sagen, das auf, ja, jeden Fall. Also ich habe ja gehört, dass das an der Organisation, ihr macht es ja nicht ganz alleine, ihr habt ja richtig gute Partner. Ja, Olaf Schenk zum Beispiel, ja, den wir dann auch später auf der, ja, Bühne sehen werden. Ja, die werden ja richtig gepusht bei euch mit, ja, diesem Hit. Was, ja, ist das für ein Hit? Habe ich denn das wieder vergessen? Du bist mein Stern. Das ist die, ah, ja, offizielle Radio B2, ja, Schlagerhymne, ja, also von diesem Schlager-Olymp, die Hymne sozusagen. Und eure, ja, Hörer haben gesagt, das ist ein guter Hit, der wird was. Ja, zumindest sind wir heute guter Dinge, denn man bekommt eine CD geschenkt, wenn man einen Download nachweisen kann. Der Schlager-Olymp könnte übrigens das Wacken des deutschen Schlagers werden, so Veranstalter Olaf Schenk. Hier jagt ein Höhepunkt den anderen. Sehen Sie DJ Ötzi. Alle Zeiten überleben und über unsere Liebe warten. Hörst du uns? Ja, ja. Also wir haben hier heute festgestellt, du bist ja schon ein richtiger Chorleiter geworden. Na, es ist du hast dich nach oben qualifiziert. Genau. Das ist wunderschön, wenn man
wenn man lernt, die Leute die Herzen aufmachen und so, da wird echt ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, ja. Welches Lied haben die am besten mitgesungen? Alle. Alle Lieder? Alle. Auch selbst den anderen aus Tirol? Alles. Alles war wunderschön. War ein schönes Gefühl auch für mich heute, ja. Mehr als 17 Stars gaben sich mir die Ehre. Christian Anders. Bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war. Und das ist vorbei. Ich schwöre es dir. Andreas Martin. Chris Roberts. Seid ihr dabei? Okay. Es geht gleich weiter. Ja. Sonne im Herzen, egal ob es stürmt oder schneit. Gehört zu in der Liebe, das Schöne ist schön. Und ihr toll, dass er da ist, Bernhard, hallo. Jawohl, hallo. Wir haben ja gesagt, wir müssen mal nachschauen, was du so treibst beim Schlager-Olymp hier in Berlin. Was ist heute los? Ich habe ja gehört, du kommst gar nicht alleine. Nein, mit Band, wunderbar, meine tollen Musiker dabei, das wird ein fettes Programm. Sind schon ein paar Leute geflüchtet, habe ich gemerkt, weil es sehr kalt ist. Keiner geflüchtet, jetzt hör auf. Es ist kalt, da muss man ein bisschen einheizen gleich. Ja. Das wird fett und tolle Kollegen sind ja hier, tolles Ereignis, also wir sind alle happy. Bernhard Brink. Live mit Band hier beim Schlager Olymp. Und Nino ist hier als Stargast. Ja, Stargast. Für wen? Für Michael Wendler, der ja irgendwie was anderes zu tun hat im Moment. Nee, der musste ja absagen. Der hat ja dieses Fernsehprojekt zugesagt und kann heute leider nicht da sein. Und ich mach's gerne. Ja. Mit Nino De Angelo geht unser Film zu Ende. Wir hoffen, Sie hatten Spaß dran. Viele Künstler des B2 Schlager Olymps sehen Sie in den nächsten Ausgaben unter der Rubrik Stars hautnah wieder. Es gibt schon wieder Karten für 2015. Tausende Karten sind gleich wieder verkauft. Na, vielleicht schauen Sie selbst einmal vorbei. Wieder im August wird es sein. 2015, der B2 Schlager Olymp. Dankeschön.